So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter mit Assassin's Creed. Mein Name ist Sean. Und wir haben in Legacaster oder so, Legacaster, haben wir nach Burkrett gesucht, dem König. Hat nicht funktioniert. Könnt ihr euch die letzte Folge angucken, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Lasst ein Like da. Kommentiert ruhig mal was dazu. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Tempelbur. Da ist unsere nächste Aufgabe. Da treffen wir Sigurd und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Bis dann. Weiter geht's. Ich habe uns das schon mal auf der Karte markiert, damit wir da auch genau wissen, wo wir hin müssen. Wir drehen jetzt einmal und dann geht's hier und die Abzweigung rein und hoch nach Tempelbur. Wir können auf dem Weg. Wir können sogar. Wisst ihr was? Wir machen hier noch einen Halt und machen noch einen Raubzug. Dann fahren wir hier rum und fahren von da aus hoch. Also einmal drehen und in der nächsten Abzweigung links. Müssen wir doch nicht drehen? Gucke ich nur in die falsche. Ach, das Schiff fährt in die falsche Richtung. Okay. Drehen, Leute, drehen. So. Was macht ihr? Hab das. Warum drehen die so? Ich wollte einmal rum, jetzt. Ja, sieht schon besser aus. So, wir sind wieder auf hoher See. Oder auf dem Fluss. Den Mast können wir noch nicht aufstellen. Also schiffen wir jetzt erstmal so hier rum. Jetzt müssten wir den Mast aber eigentlich so langsam wieder aufstellen können. Können wir nicht, okay. Wir gehen jetzt. Jetzt. Ja, den könnt ihr jetzt direkt wieder hinlegen. Das ist ja. Also, ich hoffe, euch geht's allen gut. Stellt den Mast! Mit dem Lenken ist hier gerade ganz komisch. Fühlt sich gerade ganz komisch an. Hier können wir nicht segeln. Warum? Ihr habt den Mast aufgestellt. Natürlich können wir hier segeln. In diesen Gewässern können wir das Segel nutzen. Jetzt. Und los geht es. Durch das schöne Englerland. Mit seinen Bergen. So, hier mussten wir jetzt, glaube ich, nach links, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke nochmal. Wir müssen jetzt hier nach links. Ach, wir können. Hier ist so viel Gold, ne? Oh ne, empfohlene Stärke 250. Ne, 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 wir gehen hier hin. Jetzt habe ich, das hab ich gar nicht gesehen. Hier unten steht es, empfohlene Stärke da, 250. Wir machen lieber das mit 20, das ist glaube ich leichter. Hier können wir auch plündern. Warum sollen wir denn so ein kleines Pipi-Dorf hier plündern? Na komm, nehmen wir das auch noch mit. Drehen, Leute. Und rein. Meine Wölfe! Und runter. Die will immer klettern, ne? Das ist grauenhaft. Alter, lass mich. Ui! Das wusste ich gar nicht, dass sie das können. Das ist ja geil. Ich meine, der hat es jetzt bereut, aber. Wo haben wir denn einen? Hier oben? Was ist denn mit ihm los? Jetzt hat er mich wieder gepackt. Ich bin doch einfach nur gut. Was kommt der denn? Kommt hier hin, schmeißt hier irgendeinen Rauch hin. Und dann. Sehr gut! Schnell zurück zum Schiff! War überschaubar jetzt hier. Haben wir nur kurz klar gemacht, wer wir sind? Oder was war das jetzt? Hier können wir da bestimmt zwei kleine Truhen aufmachen. Aha. Vorräte, das sieht gut aus. Wir müssen unsere Siedlung ja auch noch im Kopf halten, dass wir da auch noch ein bisschen weiterkommen. Gehen wir nochmal hier rein. Ah, guck mal, ein Opal gefunden.
Eine Wasserrune, Eisenerz, Leder. Ja, war doch schon nicht schlecht. Hat sich gelohnt. Was ist denn mit ihm los? Was ist denn mit ihm los? Alter, hast du nicht gerade gesehen, was wir mit euch gemacht haben? Was haben wir hier noch? Ein bisschen Silber. So. Da ist immer noch einer, der hier wegrennt, oder was? Ja, jetzt nicht mehr. Den hast du auch erwischt. So. Hier haben wir noch ein Zelt. Hier waren wir aber schon drin. Wir fliegen einmal mit dem Raben, um zu gucken, ob wir hier oben irgendwo noch was haben. Aber es sieht nicht danach aus. Dann geht's wieder ab zum Boot. Wir gehen aber noch einmal auf den Turm gucken. Nicht, dass wir da oben noch irgendwas verpassen. Ah, seht ihr? Da haben wir nämlich was. Ah, hier runter. Wir müssen ja nicht immer die Sachen, die Treppen oder was auch immer nehmen. Oh ja, los geht's, Freunde. Jetzt geht's zum richtigen Raubzug. Wir können das Segel nicht setzen. Okay. Ich meine, es ist zwar breit genug hier, aber... Jetzt kommt der Wind. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Wir können jetzt das Segel nutzen. Segel setzen! Da unten kommen wir doch bestimmt dort runter her, oder? Ach Leute, leck mich da am Arsch, ey. Ich darf das Segel nicht benutzen, dann darf ich es benutzen und dann... Ja. Wir können den Mast doch drin... Das Segel bleibt nach unten. Ziemlich bestimmerisch, ne? Die Eiber. Jetzt Segel setzen! So, jetzt. Und jetzt gehen wir noch die Ortschaft hier plündern. Erzähl nachher weiter. Aber das wird jetzt noch mal was Großes hier, Leute. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, die sind aber. Man merkt direkt, dass sie ein bisschen mehr drauf haben. In nomine Patri. Du wirst nicht fragen, was mein Leben kostet, wenn du tot bist. Boah, ich mach den trotz. Obwohl ich mit starkem Schlag zuhau, wenig Damage. Also, die sind echt sehr stark hier. Ich lass dich aus. Also das ist schon heftig. So, aber wir sind hier, um... Ja, um zu plündern, ne? Und zu brandschatzen. Deswegen, wir nehmen hier mit, was geht. Nochmal eine Fackel oben aufs Dach, hat er ja gerade auch gemacht, der Kollege. Der hat einen von uns platt gemacht. Okay, er steht wieder auf, ich wollte gerade sagen. Ah, da hätte ich ausweichen müssen. War mein Fehler. Ich denke mal, ich kann... Oh. Ich denke mal, ich kann das aus... Ich kann das ablocken, aber wenn die so festschlagen, dann geht da gar nichts. So. Ja, direkt den Kopf ab, Alter. Holy shit. Wir schaffen das. Okay, hier ist ein Stärkerer. Irgendwas essen? Komm. Haben wir abgeblockt? Haben wir nicht abgeblockt? Kann doch nicht sein, dass ein Typ hier so viel ausrichtet jetzt. Mit dem Ding in den Körper rein. Ey, Junge, Junge. Haben wir geplündert. Ja, fang an zu brennen. Was willst du? Oh, da kommt eine Feuersalbe. Puh.
denn mit euch los? Hat nichts gebracht, okay. Weiter geht's. Wiederbeleben. Den hat's wohl erwischt. Wir werden die passenden Opfer zum Vorgehen bringen. Wie die aber auch direkt hier immer alles abbrennen, was geht, ey. Oh, ich habe Brandpfeile gehabt. Köcher auffüllen. Bernhard. So. Oh, das wollen wir haben. Hey, ich schaff das nicht allein. Hilfe, Leute. Pack mal. Der geht aber um Schneckentempo, der Typ, ne? Ja, Mann. Das hat uns jetzt richtig gut getan. So, aber hier waren wir noch nicht drin. Ich glaube, es hat richtig Ressourcen gebracht jetzt. Ich fahre ja eigentlich nicht so direkt mit der Tür ins Haus, aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Oh, sorry. So, weiter. Wir sind noch nicht fertig. Alles hier am Kokeln. Wir müssen aber auch halt direkt wissen, wer wir sind, ne? Wir sind halt Wikinger. Wir kommen, wir töten, wir nehmen und gehen. Oh, der war daneben. Der hat getroffen. Oh, ich frage mich, mit was für dicken Sachen die hier die ganze Zeit auf uns geschossen haben. Da war der Arm. Oh, ich konnte nicht schießen. Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier zwei dicke Truhen kriegen. Hast du mich abonniert? Ich glaube, es ist ein Abonnent von mir. Helfen wir ihm mal aus seiner Misere. So. Oh, Scheiße. Aua. Ja, die mit den Speeren sind aber auch echt strong, ne? Okay, er will's wissen. Ich würde ihn ja auch anbrennen, aber ich glaube, ich will ihn lieber so töten. So. Schön weiter brandschatzen hier. Schieß. Schieß, schieß, schieß. Ich kann nicht schießen, ich weiß nicht warum. Vielleicht weil meine Leute im Weg sind. Haben wir auch. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein, Leute. Hier ist noch eine große Kirche drin. Bisschen Nahrung. Ein paar Kleinigkeiten. Was ist denn mit ihm los? Okay. Jetzt haben wir hier einen Brief. Ebetissi, oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. König Borat lässt sich nicht beirren und gießt Öl in das Feuer, das als das große heidnische Heer bekannt ist. Ich werde mit meinen Schwestern aus diesem Skier fliehen.
Ihre Sicherheit liegt in meiner Verantwortung, ebenso wie die Weiterführung unserer Arbeit. Es ist an der Zeit, an einem anderen Ort von Neuem zu beginnen. Gott will uns leiten, wie er es stets getan hat. Hi Leute. Ich glaube, ihr sollt gehen. Ich tue euch nichts, Mann. Ich bin doch netter Wikinger. Oh ja. Oh ja. Hey, komm mal kurz her. Mit ein bisschen Glück finden wir auch noch eine dritte, weil ich sehe da hinten noch was Goldenes hier in der Nähe. Oh, das schmeckt so gut, Leute. Ich sage euch. Ich finde es auch cool, dass man hier alles anzünden kann. Ich weiß zwar nicht, was das für einen Sinn haben soll. Oh, ich habe es wieder im Kopf geschmissen. Ich weiß zwar nicht, was es für einen Sinn haben soll, weil brennen die Häuser wirklich nieder oder nicht? Ist jetzt die Frage. Okay, hier haben wir auf 50 Meter haben wir hier noch was. Okay, was haben wir denn hier? Ist hier oben noch was? Verstehe ich jetzt nicht. Es sieht ein bisschen danach aus, wie jetzt müssten wir da hoch. Aber kommen wir da hoch, ist die Frage. Und wenn ja, was ist da oben? Oder ist da drunter was? Sind das so Katakomben, in die wir rein müssen? Ich mag Schafe. Ich blick's nicht. Es ist doch auf 15 Metern. Das ist unsere Fackel. Ich sehe aber nichts in dem Baum, was irgendwie darauf hinweisen könnte. Da irgendwas Wichtiges wäre. Ja, ich komme da nicht hoch. Okay, müssen wir mal irgendwann noch mal gucken, ob wir da irgendwie einen Weg finden. Nein! Alter, du sollst ja nicht runterspringen, du sollst ja oben auf den Baum klettern. Okay, da haben wir noch so einen Turm, wo wir noch rein können. Da sind immer noch welche. Alter, das war jetzt aber unfair. Warte, ich helfe mal eben ihm hier. Und so. Das ist eine Schildmaid und du solltest nicht so böse zu ihr sein. Sonst musst du leider sterben. Okay. Ein zerbrochener Bogen haben wir bekommen. Gehen wir hier jetzt noch mal gucken? Kommen wir da irgendwo rein oder müssen wir da hochklettern? Normalerweise hat so ein Turm ja auch irgendwo eine Tür, ne? Der in diesem Fall aber nicht. Ein altes Kissen und eine leere Schachtel haben wir bekommen. Doch, die ganze Hütte brennt. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter, ne? Ist ja auch doof. Das habe ich mir jetzt nicht gut überlegt hier. Ich lasse mich einfach mal hier okay, doch, das geht. Okay. Oh, das war gut. Aua. So, dann sind wir ja soweit durch. Wir haben da drin die Truhe. Ja gut, was hier jetzt bei 40 ist, bin ich ganz ehrlich, verstehe ich nicht so richtig. Weil normalerweise müsste da ja eigentlich auch irgendwie... Oder ist das hier an dem Kreuz hier? Nee, das wird doch gar nicht da angezeigt. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Dann ist das so. Dann begeben wir uns jetzt auf den Weg zu unserem Schiff und ziehen weiter, weil wir haben ja hier soweit alles erledigt.
Aha. Gut zu wissen, dass man hier die Tür noch aufsprengen kann. Hier, oh, hier ist ein Brief. Oh Gott. Äbtissin Edgardis. Edgids. Okay. König Bochel lässt sich nicht beirren und gießt Öl in das Feuer. Das ist genau der gleiche Text, wie ich den schon vorhin gelesen habe, Leute. Spult einfach mal kurz zurück, dann könnt ihr euch den Text nochmal durchlesen. Was soll ich sagen? Gefunden. Los, hilf mir mal! Ihr wartet weiter auf uns! Noch eine dritte dicke Truhe, Leute. Das ist sick. Jetzt ist der Punkt hier auch weg. Das heißt, hier gibt es wirklich noch eine Truhe. Wollen wir die noch suchen? Ich meine, die Hauptquesten können wir noch lang genug machen. Ich hätte schon Bock, die Truhe auch noch zu finden. Warum schmeißt du die eigentlich immer dahin, wo ich sie nicht hin tun will? Ein bisschen Fackeln habe ich dabei. Na komm, Leute, raus. Hier brennt es gleich. Sorry. Okay, Leute. Das heißt, da hinten bei 50 Metern gibt es noch eine Truhe. Das ist doch die, die wir hatten. Warum wird die uns denn noch angezeigt? Die haben wir doch. Komisch. Leute, wir sind fertig. Lass uns weiterziehen. Gegner? Gegner? Dass hier echt noch welche sind, die das nicht mitgekriegt haben, dass wir gerade hier oben alles kaputt gemacht haben. Okay, wir kriegen jetzt mit dem Stampfer gar nicht mehr alles tot auf einmal. Aua. Auf rückwärts zu laufen. Okay, hier haben wir doch mehr Leute. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, dann können wir hier unten vielleicht wirklich noch was finden. Also ich meine, müsste ja eigentlich möglich sein, oder? Da los, ein Esel. Ich will mal wissen, was der mir gibt. Sorry, Leute, aber... ist ein Esel. Was hier passiert? Da hat gerade einer die Bude in die Luft gesprengt und stirbt jetzt hier, oder was? Ich hole dich mal von, egal ob es heiß ist. Aber jetzt können wir so langsam mal hier weg. Nein, ich brenne. Alter, nur wegen dir, ne? Nur wegen dir. Boah, war das jetzt knapp. Alter Schwede. Dafür muss ich erstmal das Ding anzünden. Ey, ich wäre jetzt fast wegen dem Typen draufgegangen, ne? Alter Schwede. Nur weil die da irgendwie was zum Explodieren gebracht haben. Was ballert ihr denn hier alles kaputt, Leute? Seid ihr völlig im Eimer oder was? Da kämpft noch einer. Warte, warte! Nicht viel aus! Okay, also ich gehe mal. Okay, sie macht einen Siegesruf hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier ganz ehrlich unter dem. Dass wir hier irgendwo noch rein können, aber wo? Das ist halt die Frage, ne? Können wir aufhören, die ganze Zeit irgendeine Scheiße hier zu reden? Oh. Okay. Ja,
Keine Ahnung. Okay, dann begeben wir uns mal wieder zurück zum Schiff. So. Eivor! Was ist das, Jaudek? Und dann? Ich verstehe das nicht. Warum wird das dann noch angezeigt? Müssen wir nochmal später gucken. Wir ziehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter zu unserer Hauptquest. Leg den Mast! Bring ihn dir! Ich sehe gerade, ich bin Level abgekommen. Gucken wir uns das noch eben kurz an. So, was wollten wir machen? Sprintangriff, Bogen, Nahkampfwechsel, was haben wir denn hier noch? Okay, hier geht es auf jeden Fall ziemlich krass weiter. Das ist auch nicht schlecht, weil wir ja oft parieren. Paradeschaden. Erfolgreicher Paraden richtet beim Angreifen Schaden an. Boah, geht das? Was ist denn hier los, ey? Wie weit geht das denn noch? Ein Benommenheitsschuss, das ist auch nicht schlecht. Machen wir mal, gehen wir nochmal Richtung Sprintangriff runter. Weil ich glaube, der wird auch richtig cool. Drücke beim Sprinten linke Maustaste, um einen Sprintangriff durchzuführen. Mast hoch! Hier müssen wir an die Ruder. Guter Wind zum Segeln, Eivor! So, wir sind gleich da. Bogen! Was ist da? Okay, ist ein kleines Dörfchen. Ach, da vorne müssen wir hin. Was ist das hier? Du hast mich besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Wir machen später weiter. Da sind feindliche Truppen stationiert. Warum plündern? Ach, die stehen hier. Okay, jetzt habe ich's. Ne, plündern wollen wir jetzt im besten Fall nicht. Können wir irgendwie hier anhalten? Ein Soldatenlager. Besser geschlagen als dein schweigsamer Freund. Das stimmt mit mir nicht. Was. Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns. So, dann steige ich hier mal ab. Das kommt darauf an, was jetzt passiert. Oh. Was denkst du? Über Land oder über Wasser? Mit einem Boot. Also ich würde sie jetzt töten. Wäre das etwas Schlechtes? Purpurschwarzen Täubling essen. Ach, damit können wir unser Adrenalin steigern. Okay. Dann reicht das jetzt. So, bis dahin. Leute, vielen Dank fürs Zugucken und einen schönen Abend wünsche ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert rein, macht die Glocke an. Das Übliche. Freut euch auf die nächste Folge und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.